Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, kleine Planänderung, beziehungsweise eigentlich auch wieder nicht. Ich glaube, wir gehen mal runter in das Labor in der Folge. Müssen uns noch ein klein wenig vorbereiten. Zum Beispiel habe ich jetzt alles an meinen Klamotten soweit repariert. Bis auf den rostigen Speer, der ist ziemlich weit runter. Ich würde ihn ganz gern noch eine Runde aufwerten. Dafür habe ich schon mal die minzigen Batzen hier gemacht, dass wir hier 10 Stück haben. Und können das Ganze nochmal ein auf Stufe, keine Ahnung, welche Stufe können wir? Aufwertungsstufe 7. Ah ja. Dann macht er doch nochmal ganz nice Schaden. Ich glaube, das geben wir tatsächlich nochmal aus. Wir wollten ja Skarabäen suchen. Und in dem Labor gibt es eine Stelle, wo gut zu erreichen einige davon sind. So, dann haben wir auch den Speer klar gemacht. Dann, ach so, ja, lass uns die Rüstung gleich noch ein bisschen aufwerten. Unsere schöne schwarzes Ochsengeschirr. Die ist noch auf 0. Da habe ich schon ein bisschen spröde Panzerung vorbereitet. Dann machen wir mal so ein. Ich würde sagen, 3 Stufen. Machen wir erstmal 3 Stufen. Obwohl, rein theoretisch kannst du auch. Ja, wir können richtig übertreiben, ne? Lass uns doch die ersten 5 gleich voll machen. Oder beziehungsweise, um sie einfacher zu reparieren. Ja, wir machen 4, ne? 20%. Ist ja erstmal okay. Oder meinst du, wir haben genug? Die danach. Ich gucke mal beim Helm. Stabile Panzerung. Ja, ist auch kein Problem. Schnellladung. Was soll denn das sein? Für Ausdauer oder was? Fünf Level können wir easy machen. Brauchen wir jetzt noch mal wie viel? 2 spröde Panzerung. Ja, haben wir noch genau. Wir haben ja noch 100 Marmorscherben. Kein Thema. Ja, nice. Fühle ich mich da schon wieder ein kleines Stück sicherer. Smoothies haben wir ein paar. Ansonsten ist alles, wie gesagt, repariert. Wir hauen uns aufs Ohr. Können wir hoffentlich. Ja. Zieh mal durch. Hast eine Menge vor heute. Mein Guter. Ah, so, 6 Uhr. Rein in den Kriechkeller unter dem Schuppen. Achso, na gut. Aber nur, wenn du auch gegessen hast. Ich glaube, ich habe noch eins. Ja, das ist schon ziemlich runter. Kannst ja noch ein Minütchen warten. So, gut, die Hälfte Inventar ist leer. Hier sind die Smoothies, Verbände. Ich glaube, ich habe alles. Wir könnten noch ein paar geilere Pfeile machen. Lass mal gucken, was wir jetzt für Splitterpfeile bräuchten. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich habe ja die Zehennägel geholt. Stimmt. Die habe ich auch noch am Start. Das heißt, wir können sogar den Krummsäbel bauen. Oh Gott, da brauche ich ja original Puppenhaut. Gut, dass ich noch 2 jetzt aufgehoben habe. Ich habe noch ein bisschen Leder gemacht, das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Ich würde den gerne mir mal angucken wollen hier. 10-Jährige habe ich besorgt, dabei auch noch ein bisschen Milbenpilz oder Staubmilbenpilz mitgebracht. Los, wir bauen mal das Schwert. 10-Nagel, Krummsäbel. Würde ich jetzt aber erstmal hier lassen, den werten wir erstmal dann vernünftig auf. Ich wollte nur wissen, ist das eine Einhandwaffe? Stimmt, oder? Ja.
Okay, das wäre natürlich nice. Den dann gegen die Spinne zu nehmen bei dem Katana ist halt Zweihand. Das traue ich mir irgendwie nicht so richtig. Den machen wir uns... ich glaube, den müssen wir wie das Katana machen, ne? Würzig? Sehe ich das irgendwo? Ja, hier, ne? Das ist würzig. Aus temperierten würzigen Batzen. Ich glaube, das ist gut gegen die Spinne. Da hätten wir zwar zwei gleiche, aber ich hätte tatsächlich gerne ein anderes Schwert. Ja. Ich glaube, das machen wir so. Aber fürs erste Mal. Oh, Moment. Tausch das mal wieder aus, bitte. Und. Lass das mal hier. Nein. Lass das mal hier. Sehr schön. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Wir zischen los hinten ins Labor. Müssen wir zu unserem Turm rüber. Ich würde sagen, wir sehen uns da. Dann mache ich hier nochmal einen ganz kleinen Cut. Bis gleich. Unterwegs zum Turm haben wir hier wieder Zwischenstationen auf unserem Blättchen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil wir müssen ja eh... Ich glaube, da hinten irgendwo hin... Da ist ein Skarabäus. Unter mir, seht ihr das? Scheiße. Wie ich den? Da hinten? Ist er jetzt schon abgeflitzt? Nein, ich depp. Alter, ich bin ja so dumm. Wo denn? Ach scheiße, zu viel Gras hier, verdammt. Hä? Er wird mir noch angezeigt. Okay, jetzt ist er leider weg. Ich hab's nicht gepeilt. Entweder war er jetzt noch direkt hier bei mir oder... Schade. Aber du musst ihn halt zweimal hitten. Die laufen relativ schnell weg und graben sich ein. Und ich hab auch... Alter Schwede. Wenn du Uffi-riecht bist, kannst du es knicken. Ach, scheiße, ich hab mir auch Pfeile nicht gemacht. Ist egal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Da unten ist es eh extremst... Oh, hallo, Wolfspinne. Oh Gott, die Nase juckt. Das heißt, geh in Deckung. Da unten ist es eh übelst gefährlich. Das heißt, da müssen wir bestimmt ein-, zweimal rein. Dachte, ich höre schon wieder was, aber das ist irgendwas, was fliegt. Relativ sicher kommen hier gleich wieder irgendwelche ranzigen Larven aus der Erde. Da sind schon welche. Naja. Ich erschieße sie erstmal lieber, oder wie? Ah, da ist er ja. Dann kommen sie mal ran. Alter, das ist ja noch geiler jetzt. Demnächst laufen die Larven vor mir weg. Nicht ich vor den Larven, wie sonst immer. So, hier ums Eck rum, an der Batterie vorbei. Oder was? Ich bin mir nicht 100% sicher, wo es hier reingeht. War es einmal hier drin? Oh Gott. Was ist denn mit dir? Ich wollte eigentlich nichts von dir, aber... Geht das auch mit dem Speer? Der Speer ist nicht so geil gegen euch, ne? Nee, ist... Naja.
dich einfach mal direkt mit der Axt. So, warte mal, wo? Muss ich hier noch rum? Ja, ich glaube, ich muss hier auch. Oh. Hallo? Science. Herzlichen Dank. Awesome. Nein, spuck da nicht deinen Rotz auf mich. Ich wollte da nur hier durch. Kaputten Spinnen. Hier zieh ich ein Horn, dass du Bescheid weißt. Ja, ich merke schon. Ich glaube, ich muss die ganze Spinnen, die ganzen Spinnen hier vernichten. Schnell. Weg deinen Arsch hier vorbei. Sehr gut. Alles klar. Was kommt hier? Oh, hier geht's hoch auf die Batterie. Wollen wir mal gucken? Aber ich speichere mal eben hier ab, weil es irgendein Unsinn passiert. Ist ja schon mal vorgekommen. Ah, hier komme ich nicht hoch. Ist das zu steil? Ja. Na, habe ich keinen. Doch, ich habe einen Schirm. Warum geht er nicht? Oh ja, da kommt man nicht hoch. Ist zu steil. Ne? Schade. Also, vielleicht über das Gras? Da ist doch safe irgendwas da oben. Aber jetzt nicht, sonst lass ich mich wieder ablenken. Wir kommen hier wieder 100 Jahre nicht ins Labor. Ist noch ein Döschen. Kurz hier Überblick verschaffen. Hier was hinter? Nee. Okay. Das sieht auch gut aus hier, oder? Mega nice. Tatsächlich geht's hier rein. Zugang unter Schuppen, alles klar. Und noch mal kurz in die Dose gucken. So, jetzt flext mich nie wieder irgendwas hier weg. Nix Dose. So, einmal Luft geholt und. Wie geht's denn raus? Hier, guck mal. Das ist ja nice. An. Mit seinem Hörnchenhelm. Hallo. Oh, Regale mit Stuff. Was ist das denn? Ach, Bärenleder. Solltest du das wirklich mitnehmen? Salzstück. Hättest du auch irgendwann mal mitnehmen können. Jetzt stopfst du wieder dein Inventar voll. Aber hier ist ein Heilwürstchen. Oder auch Heilbomben. Für mich sind es Würstchen. Rezept mit Frostschaden. Eine Notiz darüber, wie man die natürlichen Kühlkräfte von Icecaps Minzpastillen nutzen kann. Um Lebensmittel zu konservieren. Ey, hier hätte ich schon vor ewigen Zeiten reingekonnt. Oh, hier liegt noch eine Bombe, habe ich gar nicht gesehen. Faserverbände. Hört ihr, geht. Ey, Leute. Also unbedingt hier einfach in den Vorraum und das Rezept für den Kühlschrank wegschnappen. Da bin ich ja mega scharf drauf. Lass uns mal hören, was er hier zu sagen hat. Working in the dark is playing tricks on my mind. I fear every shadow. Hear whispers in the silence. But most of all, I miss my family. Ah, oh, Trudy and her crooked grin. The way she rolled her eyes at my dumb jokes. Sarah, my little angel. How she would jump into my arms every time I walked through the door after work. And Thor. Thor and his obsession of the month. What was the last one? Castle Moldork? No. It was Mance. Dad,
What do you mean, I don't need Mant Minis? Have you seen them? Do you even know what a Mant is? It's so rad, Dad. A barbarian, an insectoid warrior with the mind of a human. That... Wait a minute. An insect with a human mind. I wonder if... No, stop it, Wendell. The darkness is giving you strange notions again. You need to focus on the task at hand. Reasoning. Raw science. The key is here. It must be. Okay, hier wurde ziemlich viel über einen Mant gesprochen. Oh, warte mal. Oh, Familie Wendell, wo noch alles gut war. Familie Tuttle. Tully. Tuttle. Wer ist zur Hölle ist Tuttle? Warte mal, ich wollte hier mal... Oh, scheiße. Okay, da kann man leider überhaupt nichts erkennen mit dem Helm. Na, guck mal da links so ein bisschen. Naja. Also entweder zu dunkel oder zu hell. Wo hat er jetzt die Mütze hingemacht? Achso, die sieht ja jetzt so aus. Ich habe meinen Poncho-Helm gesucht. Okay, ich glaube. Wir gehen mal ein Stück weiter gucken. Junge. Kann ich jetzt? Oh Gott. Bevor ich hier reingehe, mal ganz kurz. Müsste wahrscheinlich hier irgendwo sein. Frische Lager. Ich werde blind. Was brauchen wir? Haben wir? Haben wir eigentlich auch. Können wir direkt bauen, das Teil. Und somit verderben unsere Lebensmittel nicht mehr. Oh, ich muss hier, glaube ich, den Helm aufziehen. Das ist ja richtig düster. Und glaubt's mir, Leute, auch blitzgefährlich. Wow. Nothing to be scared of, Max. Just a cold, musty wasteland of terror and death. Pusteblume ist noch relativ frisch. Da oben ist Raw Science. Das würde ich mal abbauen. Auch wenn alles fast runterfällt. Ich habe mir natürlich keine Pfeile mehr gemacht, ne? Da war ich schon wieder einmal geistig unterwegs. Hab dann den Rest wieder alles vergessen. So, wir können hier oben erstmal lang. Weil unten... oh, da ist ein Zahn. Komme ich aber von hier nicht rüber, ne? Okay. Merke dir, hier übers Kabel kommen wir hoch. Und wenn du hier unten guckst, hier sind zwei Nashornkäfer. Da fliegt noch irgendwas rum. Das wird eine Fliege sein. Hier gibt es Termiten. Es ist echt ungemütlich. Aber man kann sich erstmal hier oben auf dem Rohr lang schlängeln. Hier ist nichts weiter. Also wenn ich hier runterfallen sollte, dann werde ich bestimmt drauf gehen. Ziemlich safe sogar. Oh, da ist schon eine hässliche Milbe. Zwei sogar. Aber mit unserem schneidigen Speer kommen wir gegen die Milben schon mal ganz gut an. Wäre noch was trapsen, aber das könnte auch unter mir sein. Das erste bleiben wir mal lieber oben. Hier über den Holzblock kann man wahrscheinlich auch. Hallo Termite. Gegen die ist der Speer doch bestimmt auch schicki. Trink mal einen Schluck. hier, hau dir mal den alten Braten rein. Und dann geht's weiter. Oh Mist, wie genau kommt man... Hier unten geht's rein. Ich würde gerne da oben hin. Wie kommt man nochmal auf den Schlauch? Ich war zwar schon mal. Hä,
Hätte ich da hinten irgendwie rüber gemusst? Naja, wahrscheinlich schon. Die mysteriöse Musik hier drin, die ist auch ganz nice. Ich muss hinten nochmal gucken, ob ich da irgendwie hochkommen kann. Aber ich kann doch hier oben nicht drauf langlaufen. Wie habe ich denn das gemacht beim letzten Mal? Zusammen mit den Jungs in der Multiplayer-Runde, ne? Nicht hier rüber geschwebt, aber das bringt mir jetzt erstmal auch nicht viel. Nö. Von hier aus komme ich nicht weiter. Also da vom Zahn. Selbst wenn ich darüber segeln könnte. Habe ich was übersehen? Ich müsste hier oben auf dieses Ohr unter der Decke, aber irgendwie. Jetzt komme ich hier irgendwie drauf. Aber hier komme ich nicht hoch, ne? Ich glaube nicht. Oh Gott, ist das riesig. Ich gucke gerade nach einer Möglichkeit, ob man irgendwo anders noch hochklettern kann, ohne jetzt komplett sich unten durchzuschlagen. Ja, unten drin ist schon krass. Bin ich auf den Block hier irgendwie? Nee. Oben ist auch noch ein Labor. Jetzt, um unten alles wegzumetzeln, habe ich auf jeden Fall nicht genug Pfeile mit. Hatte ich jetzt auch nicht vor. Ich wollte einfach nur. Kann man hier drauf? Aber das bringt mir jetzt auch nicht so viel, ne? Ah, kann man. Ach so, von hier kann ich darüber segeln. Ah, sowas. Okay. Ja, rein theoretisch müsste ich da jetzt rüberkommen. Allerdings muss ich da irgendwie die. Oh Gott. Deren Angriffsmuster nicht ganz. Ah, nice. Von der großen Termite, aber es hat trotzdem hingehauen. So. Ja, jetzt sind wir doch richtig. Jetzt müsstest du mit einem eleganten Sprung auf die Klammer hier. Da sind wir schon wieder im Jump and Run Abteil. Meinem Hochgeschätzten. Aber das ging ja gerade noch so. Und jetzt hier druffe? Und von hier kannst du jetzt in beide Richtungen nochmal schön was abgrasen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal dahin, weswegen wir hier sind. War das hier lang? Ja. Jetzt mal rüber gleiten. Okay. Das war ja schon mal nice. Bis jetzt sind wir hier gut durchgekommen. Hier sind halt ein paar Milben noch drin. Dies Ruhe müssen wir. Das ist das, wo wir hier eben. Das ist das mit dem Loch, wo wir eben schon mal drauf standen. Jetzt muss ich nur die ganzen Milben wegklatschen. Hallo, Milbos. Und dann hast du hier die Skarabäen. Und hier wird sich nicht eingegraben.
Hier können wir die einfach mitnehmen. Ich glaube, hier sind tatsächlich mehrere drin. Das heißt, einmal durchs Rohr. I'm gonna get you, you little green goblin. Hallo. Hey. Jetzt aber nicht weglaufen. Was? Ich glaube, unter mir rastet gerade ein Nashornkäfer aus. Ich hoffe, der schießt mich jetzt hier nicht raus mit seiner Kugel. Guck mal, da haben wir schon mal 6 Käferpanzerteile. Hier vorne noch? Jo. Nässliche Milber, aber den Pelz brauchen wir ja auch. Haben wir noch einen? Ein Glitzerkäfer? Stück. Oh. Schon wieder so ein aufgeblasener Erdloch unterm Schuppen. Okay. Ich höre hier Tigermücken oder Moskitos, aber ich glaube Tigermücken. Ich glaube, unseren ersten Auftrag. Da ist. Wenn man hier schnell die Orientierung verliert. Bei dem kleinen Lichtkegel ist echt der Wahnsinn. Also, tatsächlich spawnen die hier nach mit ein bisschen Glück. Dann hätten wir hier immer eine ziemlich, ja, wenn du aufpasst, gut zu erreichende Quelle. Jetzt ist nur das Problem, wie kommt denn zurück jetzt? Auf das Rohr, ne? Ja, warum nicht? Nur nicht ganz reinfallen? Ich weiß nicht, was da unten drin ist. Guck ich mir beim nächsten Mal an. Ey, hier unten krabbeln auch hier, da eine Wolfsspinne, da eine Wolfsspinne. Was wir jetzt noch machen könnten, wir könnten noch mal in die andere Richtung gehen. Auf dem Rohr oben. Also springen wir hier noch mal hoch. Müssen noch mal über diese Schelle. Wenn der Schirm es noch aushält, ja. Ihr müsst auch immer einen Schirm mit haben. Oh, ey. So, da ich mir selber nicht so ganz über den Weg traue. Nur so weit, wie ich mich werfen kann. Und das ist nicht besonders weit. Speichere ich lieber nochmal eben ab hier. Also einen Sprung kannst du halt auch mal irgendwie verkacken, ne? Wenn du mal zu weit springst oder zu weit läufst. Oh, sehr gut. So, da sind wir eben lang. Richtung Rohr oben. Jetzt gehen wir mal die Richtung nochmal gucken. Was ist denn? Kommen wir hier eigentlich hoch? Könnte man wahrscheinlich auch. Hier unten gibt es so viel zu entdecken. Das ist der Wahnsinn, das kriegst du. Da werden wir ein bisschen drin verbringen. Wenn wir dann schlussendlich wirklich mal hier reingehen. Ich lasse den Staub jetzt, glaube ich, oder die Fusseln jetzt mal hier liegen. Oh Gott, ich will nicht runterfallen. Das wird ganz übel. Forschungsstation. Da könnten wir auch nochmal reingucken. Aber jetzt wirft die schon auf mich. Aber ich will erstmal einmal die Runde drehen. Oh Gott, komme ich hier überhaupt lang? Ja, doch. Denn da hinten gibt es ja noch Raw Science und wir gucken mal, ob wir da besser an den Zahn dran kommen, den wir da gesehen haben. Der müsste nämlich jetzt hier kommen, da ist er schon. Ja, von hier easy. Erstmal einmal durchrennen. Alter. Mach doch nicht sowas.
Ich höre noch so ein Ding trapsen. I'm feeling more science-y already. Ich glaube, wir gehen hier drauf, holen den Zahn und dann müssen wir hier übers Kabel wieder zum Ausgang. Und ich hoffe, ich werde von nichts aufgegessen da in der Zeit. Ist hier noch eine Milbe? Na klar, ist hier noch so eine hässliche Milbe. Warte. Wo kommt sie denn jetzt? Die sind mich halt immer so eklig verlangsamt. Ist echt frech. So, den hätten wir schon mal. Mega gut. Ja, da würde ich sagen, erstmal nichts groß riskieren. Ziel ist erreicht. Wir haben die Käfer. Komm ich hier hoch? Ja. Oh Gott. Wir haben die Käfer erledigt, um die ersten Juwelen schmelzen zu können. Und sogar noch den Bauplan für den Kühlschrank. Ich dachte, den kriegt man erst am Ende dieses Labors. Den würde ich gerne in der nächsten Runde mit euch zusammen bauen. Ist dunkel? Ja, ziemlich. Okay. Das heißt, zurück zu unserem Turm. Ich sollte den wirklich mal markieren. Auf dem Baseball. Und auf nach Hause. Turm müsste ja irgendwo jetzt hier. Vorne, also an der Hauskante lang und dann rechts weg. Dann lass es mal hier durchs Dunkle stolpern. Das machen wir noch kurz zusammen. Gehen wir noch bis zum Turm, weil da kann ja noch so einiges passieren. Nehmen wir einen Snack mit auf die Faust. Wenn er hier schon rumläuft. Die Larven sind noch tot, ne? Ja, sehr gut. Hallo. Aua. Hör doch auf! Jetzt rennt's wieder weg, das Stück. Ich das hasse. Upsi. Machen denn die ganzen Feuerameisen hier? So. Hier war noch irgendwo die Wolfsspinne. Die läuft bestimmt schon Patrouille. Da liegt sie noch, glaube ich. Die liegt noch unterm Reifen. Wie ich mich kenne, laufe ich hier gleich direkt an meinem Turm noch vorbei. Oh Gott, ich muss da dringend einen Marker setzen. Da hinten ist irgendwas Größeres. So, warte mal, wo ist denn? So weit hinten? Ja, ja, irgendwo da Richtung Lampe müsste ich. Nee, bin ich ja komplett falsch. Oh, guck mal, hätte ich einen Fall.
habe mich verlaufen. Es ist dunkel. Ach, hier bin ich. Hier sehe ich wenigstens ein bisschen was. Dann gehe ich mal hier denselben Weg. Komm ich hier rüber? Oh Gott. Läuft da oben eine Wolfsspinne rum, oder? Und wir sind gleich am Turm. Schnell weg. Oh Gott. Ist so eine böse Biene? Nee. So. Hüpf. Das ist die Leuchte am Deckel, ne? Sag mal, bin ich denn doof? Da. Ach Gott. Ich hab nicht gesehen. Wir sind da. Ganz souverän den Weg gefunden. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Dreimal drumherum gelaufen, aber war ja gut, ne? Da sind wir. Da sind wir. Junge, Junge, ist ja wieder gut gelaufen. Das einzig Gute ist, ihr kennt es ja schon. So, dann geht's weiter in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, den Kühlschrank mit euch zusammenzubauen. Mega geil. Wir werten vielleicht nochmal unseren Säbel ein bisschen auf. Und können ja jetzt auch mächtige Juwelen machen. Da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt genau brauchen. Und ich überlege immer noch, ob ich ein würziges 10-Nagel-Krummschwert mache. Um es gegen die Spinne leichter zu haben. Kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, was der Mantis braucht. Aber der braucht ja bestimmt wieder was anderes. Mal gucken. Überlegen wir uns noch. Auf jeden Fall erstmal Spinne wäre schon wichtig, dass wir die wegkriegen. Da können wir in der nächsten Folge schon mal mit vorbereiten. Sollen wir vielleicht beim übernächsten Mal schon rangehen an die Sache? Muss ja mal erledigt werden. Und ich denke, wir sind ziemlich gut vorbereitet dann. Sollte eigentlich hinhauen. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie das werden wird. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.